Der FC Liverpool konnte im Hinspiel 2:0 gewinnen. Offiziell ja das Auswärtsspiel, also zwei Auswärtstore, die Leipzig aufzuholen hat. Hier in Budapest in der Puskás Arena hören wir kurz in die Hymne rein. RB Leipzig also mit einem dicken Brett, was es zu bohren gab. Hier war der FC Liverpool aber gehemmt. Es läuft auch nicht bei den Reds. Nur in der Champions League konnten sie in letzter Zeit überzeugen. Aber auch das erstmal passé. 26. Minute, 1:0 für die Gäste. Marcel Sabitzer, also die Gäste immer in Anführungszeichen sehen. Marcel Sabitzer, der einen unfassbar dicken Boxschuss im Hinspiel ein Gegentor einleitete, macht hier seinen Fehler. Erstmal wieder Wert, macht das 0:1. Es war also jetzt tatsächlich nur noch ein Treffer bis zur Verlängerung. Der FC Liverpool, er ist doch durchaus gehemmt und in Heimspielen, das gilt aber eher für die Anfield Road, tun sie sich momentan brutal schwer. Hier in der Puskás Arena, wo ihr Name vorne auf dem Zettel steht, war es auch ein Spiel eher für die Gäste. Leipzig arbeitete am 2:0 noch im ersten Durchgang, konnte sich aber auch nicht so gut nach vorne arbeiten. Der FC Liverpool aber auch eher mit einem konfusen Auftritt. Viel mehr passierte nicht im ersten Abschnitt. Es ging also mit dem 0:1 in die Pause. Ein seltsames Spiel mit sehr wenigen Tormöglichkeiten. Leipzig hatte zwar den Treffer erzielt, aber viel mehr war auch nicht zu holen. Und der FC Liverpool, er enttäuschte doch erstmal auf ganzer Ebene. Es war also eine 180-Grad-Wendung notwendig, aber auch da, RB Leipzig ist in der Bundesliga überragend drauf. Hier tun sie sich auch gut am Fußballspielen. 49. Minute, hier Yusuf Paulsen, der auf dem Weg ist, das 2:0 erzielen. Diesmal ist Alisson Becker aber zur Stelle. Der Ball kommt zu zentral und Alisson Becker, das muss man ja auch immer bedenken, ist einfach ein überragender Torhüter, trotz seiner Fehler in den letzten Wochen. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. André Ligno legt sich den Ball zurecht, wirft einen Blick in die Mitte, bringt ihn dann auf den Elfmeterpunkt und Paulsen ist es erneut mit dem Abschluss auf der Linie, klärt dann aber Alexander Arnold. Sehen wir gleich aus der Hintertorperspektive, dieser Ball, er hätte im Winkel gesessen. Leipzig dem 0:2 näher als Liverpool dem 1:1. Der Treffer musste nur irgendwann auffallen. Chan Wang über die rechte Seite zieht in den Strafraum ein, macht das sehr gut. Dani Olmo aber von Ozan Kabak geblockt. 20 Minuten vor dem Ende, es hätte schon durchaus 2:0 stehen können, vielleicht sogar müssen. Der FC Liverpool, er wagte sich jetzt eine Viertelstunde vor dem Ende dann endlich mal mutig nach vorne. Roberto Firmino holt sich den Ball, James Milner mit dem Auge für Sadio Mané. Und in unnachahmlicher Manier erzielt er hier wie aus dem Nichts das 1:1 und fast schon die Vorentscheidung. Denn jetzt brauchte Leipzig noch einmal zwei Tore in 15 Minuten. Nicht unmöglich, aber doch sehr, sehr kompliziert. Mané, den trifft er gar nicht richtig. Der bekommt einen unglaublichen Drall, der ist nicht zu halten für Peter Gulaschi. Und Jürgen Klopp, dem dürften da Steine vom Herzen gefallen sein. Leipzig aber probierte es nochmal. Kevin Campbell, Dani Olmo, schöner Pass zu Sabitzer, aber wieder Alisson Becker. Leipzig hat im Hinspiel ja ein paar Chancen, auch zumindest einen Treffer zu erzielen. Dieses Ausscheiden, es kommt komplett unnötig. Nicht unverdient, weil Liverpool in den entscheidenden Momenten eben wacher war. Trotzdem hat sich Leipzig hier in diesem Duell über 180 Minuten weitgehend auf Augenhöhe gezeigt, konnte mit dem FC Liverpool mithalten, aber sie stehen mit leeren Händen da und müssen sich jetzt auf Bundesliga und DFB-Pokal konzentrieren.
Jo, das soll es mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.